Ach, Team Rocket ist hier mal wieder am rumlurken. Du wirst es verlieren. Oh, ihr habt schon auf jeden Fall deutlich stärkere Pokémon als die unten. Ja, aber nicht viel. Poison Jab. Giftschlag. Oh, aua. Aber ich müsste es theoretisch noch schaffen. Agilität. Der Benutzer entspannt seinen Körper und macht ihn leichter. So dass er schneller sich bewegt, dass er sich schneller bewegen kann. Das erhöht den Speedstat. Du kannst vorbei. Ich muss dummerweise heilen gehen, weil sonst ist mein Bibor fast tot. Und mein Vulpix ist tatsächlich so ein bisschen mein Ass im Ärmel. Weißt du, gestorben und vergiftet. Ist halt echt übel. Der Boss wird zufrieden sein, wenn er hört, wie ich gerade gewonnen habe. Oh, Level 40. Du wärst zum Beispiel so ein Ding. Das habe ich gerade so überlebt. Eieieiei. Okay. Okay. Deswegen einen kann ich noch machen und dann gehe ich heilen. Wie viel HP habe ich denn das überlebt? Oh, genau mit einem. Genau mit einem HP. Der Wasserpuls. Müsste, denke ich, hoffentlich schon töten. Ja, genau. Sehr schön. 1000 XP. Ja, wenn du schön im Kino sitzt, gerade fängt der Film an und dann so, guck mal, da leuchtet es die ganze Zeit, das Exit-Schild, das ist ein Notausgang. Ja, das kriegst du, aber ich glaube, die meisten Leute kriegen das zumindest nicht mehr so ausgeblendet dann, dass dort der blöde Notausgang ist. Pokémon sind nur nützlich, wenn man damit Geld verdienen kann. Ja, schöne Grüße an Moritz, der ist ein Arsch. Kannst ihn mal ausrichten von mir. Das ist mein stärkster neben dem Dingens. Blubstrahl ist ein bisschen stärker. Blubstrahl! Das ist auch hier Dunkelangriff, Schweinerei. Aber ein Blubstrahl ist viel, viel stärker. Warst du denn letztens im Kino? Und wenn ja, was habt ihr denn auch angeschaut zuletzt? Aber das ist der Superzahn? Nicht ein Hyperzahn, sondern nur ein Superzahn? Sehr schön. Auch eins besiegt. Level 38. Jetzt brauche ich aber einen Tausch. Wahrscheinlich zu Vulpix am besten. Das ist der sicherste Tausch, um das noch zu schaffen. Endeavor? Was ist denn Endeavor? Feuer. Blitz. Irgend sowas, wenn hier als Fire Blast ist. Eigentlich Blast ist sowas wie eine Explosion. Gewonnen. Meine Meinung bleibt trotzdem bestehen. Der Boss wird aber nicht froh sein, darüber zu hören. War schon lange her mit dem Exit-Schild. So, Fuji. Danke für deine Hilfe. Dieses Item weckt jedes schlafende Pokémon auf. Die Pokéflöte bekommen. Warum kommst du nicht zu meinem Haus und wir reden dort ein bisschen? Jetzt muss ich noch unten in den Untergrund, weil da war ja auch noch irgendwas. Dauert das lange, so ein Arbeitsvisa zu kriegen? Also, weiß nicht, ob du da überhaupt Ahnung davon hast oder ob das einfach für dich sozusagen erledigt wurde. Willkommen im Pokémon-Turm Keller-Bereich. Wenn du keine Mitgliedschaft hast, kannst du nicht in die niedrigsten Teile gehen. Wo ist sie hin? Anscheinend muss ich ein Mitglied sein, um bis ganz nach unten zu gehen. Okay. Zubat. Hier ist Psycho wieder voll okay, weil dann stirbst du einfach. Bam. Du bist Level 13, noch ein bisschen so schwach.
Dann hätte ich auch irgendwas anderes nehmen können. Egal, was ist, wenn ich hier drauf gehe? Oh, komme ich einfach wieder oben raus. Das war nicht das, was ich wollte. Nein, 2 Wochen hast du es. Oh gut. Mit euch campen nicht, ihr seid zu schwach. Also scheint nicht so wahnsinnig herausfordernd zu sein, das wieder zu bekommen. Ich habe es nur gehört von ein paar Leuten, die meinten, dass das oder dass man da wohl auch Schwierigkeiten kriegen kann, genauso wie in Russland, wo man halt auch nicht immer richtig einfach überhin kommt. Ist es jetzt hier, wo ich nicht weiterkomme, wenn ich kein Mitglied bin, weil ich dann nach oben geportet werde? Weil ich kann hier nicht langlaufen, ich kann hier nicht langlaufen, ich kann hier nicht langlaufen, werde ich auch geportet? Nee, ich kann wahrscheinlich nicht weiter runter. Ja. Was immer da unten ist, kann ich nicht hin. Müsste ich Geld bezahlen für. Schade. War das jetzt ein Haus? Ja. Hallo da. Ich wollte nochmal mich bei dir bedanken für die Hilfe, die du Morovak gegeben hast. Jetzt kann seine Seele endlich in Frieden ruhen. Ich hoffe, dass mein Dodo das ebenfalls tut in diesem Moment. Weißt du, was die wahre Bedeutung des Pokémon-Turms ist? Entgegengesetzt dem, was alle denken, ist es kein Friedhof. Es ist einfach nur ein Ort, wo wir hingehen und den Respekt unserer gefallenen Pokémon gegenüber zollen. Das Gebäude beinhaltet nichts außer ihre Seelen. Ich habe nie erwartet, dass irgendjemand dort seinen Pokémon begräbt. Wegen diesen ganzen Geistern verbreiten Leute das Gerüchte, dass dieser Platz von Geistern heimgesucht wird. Das ist schwierig. Spirits und Ghosts ist im Englischen was anderes als im... Also im Deutsch ist immer Geist und Geist. Im Englischen aber nicht. Die Deo-Flasche, ja, wobei... Das sind halt die Vorschriften, ne? Die am Flughafen sind, die machen die Vorschriften. Ja, das sind eher die Leute, die Vorschriften gemacht haben, die das halt dann... Die das dumm finden, aber es ist halt brennbares Gas drin, ja. Aber das ist erstmal genug Unterhaltung für heute. Ich hoffe, dass du niemals an diesen Ort gehen wirst, solange du und dein Leben weißt. Eine gute Reise, junger Trainer. Moment, eine Minute noch. Ich muss dir noch etwas sagen. Kannst du nochmal zu mir zurückkommen? Willst du mich veralbern? Ich sehe vielleicht aus wie ein alter, netter Mann, aber in meiner Vergangenheit konnte ich nicht als solche beschrieben werden. Schau mal, ich habe in meiner Jugend viele schlimme Dinge getan. Sachen wie... du bist viel zu jung und unerfahren, um solche Details zu wissen. Entschuldige. Komm zurück, wenn du stärker und weiser bist. Was? Ich gehe raus. Er ruft mich zurück, um mir was zu sagen, was er mir dann nicht sagt. What? Why? Warum zur Hölle soll das? Nee, macht man nicht. Den Relaxo muss ich jetzt aufmachen. Aufwecken. So. Ich frage mich, ob ich Relaxo mit der Pokéflöte aufwecken kann, die ich gerade bekommen habe. Los geht's. Wow, er ist aufgewacht. Boom. Donnerschock. Sehen wir, wie Schaden ich dem mache. Nicht so viel. Dann haben wir Donnerblitz. Was meine stärkste Attacke ist. Immer noch nicht so viel. Der kann mich aber mit Schnarchen nicht angreifen, weil er nicht schläft. So, noch einmal, dann versuche ich mit dem Superball zu fahren.
Items. Superball. Sonst muss ich einen Ultraball nehmen. Habe ich eigentlich auch schon jede Menge gefunden von. Was ich viel dümmer finde, ist, wenn du eindeutig verschlossene Trinkflaschen hast, die du eventuell sogar am Flughafen 5 Meter vorher gekauft hast, die du die wieder wegschmeißen musst. Das finde ich halt Quatsch. Oh, du hast den Relaxo weggemacht, du gemeiner Typ. Oh, warum hast du ihn verscheucht? Oh, das ist ja nochmal das Gleiche. Also gerade wenn es halt um eindeutig verschlossene Flaschen geht, die man wirklich kurz vorher gekauft hat, finde ich es halt Quatsch. Wenn ich gewinne, werde ich dir einen Heiratsantrag machen. Solltest du vielleicht nicht so laut sagen, während du neben mir stehst. Nur so ein Tipp. Donnerblitz! Tschüss. So viel zum Heiratsantrag. War aber nicht so viel. Oh, bitte, Mann. Hättest du mich einfach gewinnen lassen können? Nö. Hey Jess, wenn wir gewinnen, dann heirate ich dich. Der hat schon verloren. Wollte ich nur mal so sagen. Ihr könnt mich nicht mehr zusammen gewinnen. Donnerblitz! Bzzip. Und tot. Immer schön die One-Hits. Was? Aber warum? Tjo, warum nicht? Kriege ich hier nicht die Superangel? Guck, guck. Hier, Seemann. Hey, Lein! Ich bin der Vater vom Fischer. Vom. Angelguru? Ich habe früher wie ein Wilder gefischt, als ich noch jünger war. Aber heute ist alles, was ich mache, Angelzubehör. An die Privilegierten unter uns zu verkaufen. Oh, entschuldige. Du scheinst keine Pro-Mitgliedschaft zu haben. Bitte kommen Sie mir zurück, wenn du ein paar von den besten Angelhüten haben willst, die es gibt. Okay, langsam komme ich in den Bereich, wo die ein bisschen ins Gesicht drücken, dass man jetzt eine Mitgliedschaft abschließen sollte. Das ist dann doch ein bisschen nervig. Muss ich mal so sagen. Hier geht's wieder hoch. Ja, Professor Eisgehilfe. Hey, hast du 30 oder mehr unterschiedliche Pokémon gefangen? Hey, super. Professor Eich hat mir gesagt, ich sollte diese TM 114 Rock Smash geben. Ich sollte zurück ins Labor gehen. Okay. Hab hier so Rock Smash. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Rock Smash anfangen kann. Ich weiß, dass ich damit diese Brücke-Dinger kaputt machen kann, aber ich weiß noch nicht, was mir das großartig nützt. Ob ich da irgendwie Items drunter finden kann oder so, keine Ahnung. Oh, schau, Persimberry. Oh. Der Gamer hat sich weiter gedreht. Ich habe noch bisher noch nie gewonnen. Und deswegen forderst du mich heraus, weil du noch nie gewonnen hast? Die Logik erschließt sich mir nicht ganz. Entladung! Zip. Wurde sogar noch paralysiert beim Sterben. 1000 XP. Donnerblitz! Okay, das war ein bisschen Overkill vielleicht, dass ich mehr als doppelte Level habe. Ich weiß warum nicht gewinnen, sollst du deine Pokémon besser trainieren? Level 38. Ah, ich hab das kommen sehen. Chesterberry. 3 davon, dankeschön. Ist hier irgendwas, was ich schon gesehen habe? Traumato gibt es hier, das habe ich noch nicht. Gachados kann man hier angeln, Sepa kann man angeln, Goldini, Hypno gibt es hier. Und hier gibt es auch. Gibt es die einfach so? Gut zu wissen. Entladung reicht eigentlich schon, um dich zu töten. Da du ein entwickeltes Pokémon bist, lohnt sich das sogar für ein bisschen von den XP her. Gibt's sonst noch irgendwas? Und der Pokémon greift an. Smackbone. Bzzzp. Ich wechsle gleich mal auf Xatu, weil Xatu jetzt mein schwächstes Pokémon ist. Und so viel brauchst du theoretisch ja auch nicht mehr.
viel brauchst? 17.000, oh, 17.000 schon ein Stück. Die Leute nervig, die nach 5 Minuten nur so einsteigen und sagen, als erster sich reinquetschen und dann sagen, ich muss nochmal aufs Klo. Ja, wohl noch Leute am Einstecken. Ja, das gebe ich dir recht. Die sind häufig ziemlich ungünstig, um es mal nett auszudrücken. Lustigerweise meine Freundin genauso jemand. Wobei die inzwischen ein bisschen besser ihre Blase anhalten kann, sag ich mal. Wir sind noch jede Menge Trainer zum Siegen auf jeden Fall. Aufwachen gefunden, das hier scheint der Diktator zu sein. Also, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Wobei ich das nicht so oft sehe, dass es sozusagen vor dem Start noch ist. Hey, hast du es gehört? Da ist ein komischer Typ, der Blitz auf der anderen Seite von der Diktahöhle ausgibt. Wir gehen dahin um die Wette. Okay, jetzt muss ich hier durch. Hier. Weil Dikta und so ist ja Boden. Also wie gesagt, bei mir ist es zumindest nicht so schlimm gewesen. Die meisten Leute sind vorher nochmal gegangen. Ja. Super Potion. Da kann ich hier wieder buddeln. Ich kann hier wieder buddeln. So, dick da. Wasserpuls. Blub. Und tschüss. Aber wie gesagt, ich fliege halt auch nicht so, wenn ich geflogen bin, nicht so lange Sachen. Light Clay. Von daher ist es vielleicht auch aus dem Grund einfach ein bisschen entspannter bei den Leuten. Diktri? Irgendwie ist es falsch an Diktri. Diktri? Oh, 6000 XP? Das ist aber cool. Zum Wasser-Pokémon trainieren. Ein Superball. Was haben wir hier noch? Noch ein Superball. Und hier Super Potion. Das ist Kogleibstadt, die am meisten schäumt. Das kann schon sein, dass die am meisten schäumt. 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 Genau, no, wie ein Scheunturm. Aber das ist mir relativ wumpe. Am Ende bestelle ich und trinke ich, worauf ich Lust habe. Und wenn sie es anbieten, dann dürfen sie es nicht mitnehmen. Müssen sagen, ja, haben keine Coke Light. Dann haben sie das Problem nicht. Aber solange sie es mit haben und anbieten müssen, ist mir ziemlich wurscht, was die davon halten, tatsächlich. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich egoistisch, aber es ist halt ihren fucking Job. Aber wo ist das Problem, wenn die dann kotzen oder was? Oder was ist das Problem? Weil, man, nur weil es schäumt. Und beim Ausgießen, das ist auch vielleicht das Einzige, was ein bisschen komisch ist. So, hier war doch der Typ, wo ich jetzt hin sollte, oder? Ist nicht gerade um die Wette hier wegen dem Flash und so? Ah, hier ist noch eins weiter, oder? Bis hier? Genau. Ich wusste, du wirst hierher kommen. Jetzt würde ich deinen Apra gern für meinen Müssen eintreten. Nö, dann nicht. Ach so, weil es doppelt so lange dauert, das auszugießen und so weiter. Ja, okay. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber das ist ja auch für mich nicht so schlimm. Wann steht hier der Baum? Jetzt habe ich nur Sichtloch hier gesehen. War hier immer noch kein Baum, oder? Viele Pokémon bekommen. Achso, weil kurz schrecken die Zeit knapp bemessen ist. Ja, okay. Aber schaffen die das? Ich meine, ich bin letztens von Dresden nach Stuttgart und so. Nee, von Stuttgart nach Dresden geflogen. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie es ganz gut schaffen, da durchzukommen.
Also hat jetzt nicht das Gefühl, dass die da extrem viel mit dem Zeitproblem haben, aber vielleicht fehlt mir irgendwie der Blick hinter die Kulissen. Der Typ nicht gesagt, dass er mit mir hier um die Wette rennt? Ich wollte jetzt hier irgendwie sehen, wo die Wette, die es um die Wette ist. Aber hier ist gar nichts irgendwie um die Wette. Es war einfach nur, dass jetzt der Tunnel offen ist oder was. Da gab es ja auch noch irgendwie Sachen, wo man nach oben konnte, also oben irgendwie hin konnte, aber da... Irgendwie zu doof, das zu finden. So. Hier oben geht nicht weiter. Hier geht's nur runter. Wie komme ich denn hier hoch? Zu Rocco und so. Irgendwie habe ich da was überpasst. Aber China und Amerika sind zumindest keine Kurzstreckenflüge. Also ich konnte nicht weglaufen. Okay, dann geht's halt auf die Nase. Da sollten sie ja zumindest genug Zeit haben, alles Mögliche zu verteilen. Geht's nirgendwo hin. Moment mal. Da geht's. Das ist ja fies, da muss man hier durch. Lobstrahl. Lob. So, hopp, 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 hopp. Stomping Tantrum? Was ist denn Stomping Tantrum? Bruststampfer. Macht denn das? Fügt dem Ziel Schaden zu. Falls in der vorherigen Runde die Attacke des Anwenders verfehlte, Fehlschlag oder keine Wirkung auf das Ziel hatte, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Die Stärke verdoppelt sich auch, wenn man durch den Einsatz von Aussetzer, Verhöhner und anderen Attacken, die die Attackenwahl einschränken, in der vorherigen Runde eine Attacke nicht ausführen konnte. Oder aufgrund von Verwirrung, Schlafanziehung oder anderen Schutzveränderungen nicht zum Angriff kam. Okay, Stärke 140. Bodenattacke. Das ist natürlich schon krass. Das sind die komischen Loot-Drop-Punkte da für Zuschauerpunkte. Ich weiß nicht, wofür ich die Punkte mal irgendwann benutze, aber ja. Nee, die waren nicht in-game. Das wäre krass. Aber Stomping Tantrum, wie viel kostet das? Ich bin frustriert. Okay. Ja, nur ein Kind. Ich kann ein Pokémon beibringen, wie man die Frustration in Angriff. Man 10.000. Ich will aber eigentlich für 80.000 erstmal das Dingens haben. Kann ich probieren zurück. Ich will erstmal auf mein Fahrzeug hier Rad sparen, damit ich hier schneller durchkomme. Ansonsten würde ich das gerne einem Sandern beibringen. Das ist eine super starke Bodenattacke. Ja, wie gesagt. Aber bei mir ist es tatsächlich, ich gucke ja Twitch selber auch mit die Leute, die gleiche Erweiterung haben mit Mozilla Firefox, mir sind das immer so, keine Ahnung, so schwarze große Vierecke, die dann erscheinen mitten im Stream. Und deswegen, ich kann die kaum übersehen, denke mir so, okay. Ich versuche es mal. Ich glaube, du bist noch nicht weit genug herumgekommen, um dass ich ein Rematch mit dir online. Find mich, wenn du denkst, dass es wieder so weit ist. Okay. So, zack, 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 zack. Dann halt nicht. Dann aber das ist vollkommen umsonst, hier hochzugehen. Ja gut. Aber zumindest habe ich den Weg jetzt gefunden. Und den Trainer da unten auch noch gefunden. Ah, hier ist jetzt der Pokestop-Typ. Kann ich jetzt mit ihm reden und gibst du mir jetzt was? Willkommen in der Dicta-Höhle. Insgesamt geht die Höhle vom Nordwesten nach Südosten unter Celadon City hindurch, Route 7 und Route 6, während es sich nach Vermillion City man kann damit von Vermillion City nach Pewter City reisen. Es gibt keine besonderen interessanten Punkte innerhalb der Höhle. Wie auch immer ist die Höhle doch eine der Hauptattraktionen, wo wilde Diktas und seltenerweise auch Diktries in Kanto gefunden werden können.
Hier bekommst du diese kostenlosen Items fürs Besuchen. Ein Vollheiler und, oder ein Totalheiler, Vollheiler und ein Wiederbeleben. Bis bald. Okay. Aber herzlichen Glückwunsch, ich glaube, ich habe diese komischen Truhen in mir erst ziemlich selten eingestellt. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie oft das getriggert wird, aber ich glaube, ich habe so 5 oder 10% oder sowas eingestellt. Sprich, da muss man schon eine Weile dabei sein, um das zu kriegen. So, jetzt geht erstmal hier. Es geht hier in die Stadt weiter. Ich glaube, hier geht es in die Stadt weiter. Miep, miep, miep. Redest du wieder mit mir? Du musst ziemlich gut sein. Okay. Cool. Ach, bin ich hier wieder. Lol, hier bin ich jetzt wieder. In der Elektro. In Electrotown. Den gezüchteten Pokémon. So, hier Gamer. Auf geht's, Gamer. Gewinnen, verlieren oder unentschieden. Ich glaube, bei Pokémon gibt es auch unentschieden, wenn Self-Destruct das letzte gegnerische Pokémon tötet, ne? Psychokinese. Und raus damit. Und tschüss. Und Psychokinese. Also ich vermute, du fragst mich wegen dem Züchten, Vito. Ach, den Fahrrad-Coupon, deswegen brauche ich das Dito. Ist nicht mal nach meinem Plan gelaufen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo es Dito gibt tatsächlich in dem Universum hier. So, ich kann nachgucken, oder? Ich müsste hier Pokédex. Heißt Dito auf Englisch auch Dito? Nee, heißt es nicht. Wie sind die englischen Namen von Dito? Englisch. Dito. Doch, ich habe noch nicht mal Dito gesehen. Also ich habe noch nicht... Hä? Du zeigst mir das nicht an im Pokédex. Welche Nummer ist denn das? 132 oder 132 eigentlich normalerweise. Route 8. Da wäre es theoretisch, habe ich ja nicht gesehen. Ja, mach ich bei Gelegenheit mal. Erstmal mache ich jetzt die Trainer Plot. Guck. Pass auf, lebende Räte auf. Lebende Treter. Psychokinese. Ist Psychokinese effektiv dagegen? Hat mich paralysiert. Ich glaube, ich kann Elektro abkriegen, das könnte wehtun. Ah, ne, ich bin trotzdem zuerst dran. Bin trotz Paralyse zuerst dran, das ist echt merkwürdig. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich kenne das anders. Normalerweise, wenn man paralysiert ist, immer als zweites dran. Oh. Magnetilo, Magneto? Magnetilo war voll, das müsste Magneto sein, ne? Hier, Kraftreserve! Ah, verdammt, ich bin paralysiert. Ich bin aber schon paralysiert. Kraftreserve! Bin wieder paralysiert. Sonic Boom, das ist nicht so. Übelscher Angriff müsste das so sein. Ja, ne? Ja, fliegen. In meinem Schnabel. Nichts effektiv. Ist mir trotzdem egal. Ich hab's trotzdem geschafft. 2500 XP und Level Up. Wow! Du bist vielleicht Zündstoff. Ganz frei übersetzt, ja. Ganz frei übersetzt. Hier, Paralyse. Zack. Emo. Der nächste Trainer. Da ist noch ein Item. Wettkampf! Ich kann nicht genug bekommen. Kraftreserve. Tod. Und ich habe sogar noch Leben regeneriert dadurch. Und nochmal. Also die Trainer hier sind super schwach. Aber ich durfte ja vorher nicht raus in die Richtung. Ich verstehe halt nicht, warum ich irgendwie Level 40 Team Rocket jetzt gerade besiegen muss. Und dann habe ich hier Level 18 Trainer gegen mich. Das ist irgendwie komisch. Finde ich.